Der WSV im spielfreien Wochenende und trotzdem sind wir im Stadion am Zoo. Das liegt daran, dass der Trainer bei uns ist, Stefan Vollmerhausen, und wir heute mal sprechen über den Saisonstart und wie zufrieden unser Trainer damit ist. Stevie, habe ich ja gerade schon gesagt, wir haben ein spielfreies Wochenende, trotzdem sind wir hier. Wie verbringt ihr von der sportlichen Leitung jetzt so ein spielfreies Wochenende? Frei habt ihr ja eigentlich nie. Nee, also erstmal ist es so gewesen, dass wir die Woche sehr intensiv, als wir dann wussten, dass das Spiel ausfällt, gearbeitet haben mit der Mannschaft und sie sich auch die 2 Tage frei einfach verdient haben, auch im Hinblick auf die anstehende englische Woche. Nichtsdestotrotz wären wir natürlich gerne im Rhythmus geblieben. Für uns war dann nicht frei. Wir haben natürlich dann angefangen, auch Spiele zu schauen, sowohl im Stadion als auch auf Video, Analysen zu machen, Trainingswoche zu planen. Also es gab jetzt genug zu tun. Wir sind ja, durch Nordrhein-Westfalen gereist und haben uns den einen oder anderen Gegner angeschaut, den wir in den nächsten Wochen haben, aber auch Mannschaften, die wir noch nicht gesehen haben bisher. Du hast die anderen Mannschaften schon angesprochen. Der WSV ist ganz gut gestartet eigentlich. 5 Spiele, 9 Punkte, 7:2 Tore. Wie zufrieden bist du da momentan, gerade wenn man jetzt auch sieht, gegen wen man gespielt hat? Ja, also erstmal, gegen wen man gespielt hat, ist, glaube ich, in dieser Liga egal. Das sollte jetzt auch der Letzte verstehen. Ja, wir haben eine komplett ausgeglichene Liga. Es wird keiner abgeschossen. Ja, wenn man sieht, auch die Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, punkten. Ja, wir waren letzte Woche alle sehr enttäuscht nach dem Spiel gegen Rhinan. Aber wenn man einfach schaut, wie die Spiele von Rhinan laufen, wie viele Torschancen sie sich auch in jedem Spiel erspielen, gestern auch sehr spät erst verloren. Wegberg dann auch punktet jetzt. Ja, das sind alles Mannschaften, wo ja, der Fan vielleicht denkt, Mensch, die haut man eben so weg und die steigen klar ab. Also das ist nicht der Fall. Die wehren sich alle mit ihren Mitteln und die Liga ist halt sehr ausgeglichen. Von daher sind wir mit dem Start sehr zufrieden. Ich denke, es gibt Mannschaften, die andere Probleme haben als wir. Und ja, wir müssen einfach gucken, dass wir weiterarbeiten und unser Spiel weiterentwickeln. Das Spiel weiterentwickeln ist die Aufgabe des Trainers und der sportlichen Leitung im Allgemeinen. Erklär uns doch vielleicht erstmal, wie siehst du das Spiel des WSV aktuell? Mit welcher Taktik gehst du daran, gerade jetzt auch vielleicht im Spiel gegen etwas kleinere, in Anführungsstrichen kleinere Gegner? Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr komplexe Frage, ja, oder das zu beantworten ist sehr komplex. Also ich denke, dass wir taktisch variabler geworden sind. Das sieht man auch an den unterschiedlichen Systemen, die wir bisher in den Spielen gespielt haben. Im ersten Spiel 4-1-4-1 und im zweiten Spiel auch, dann hier gegen Wegberg im 4-3-3 und im Heimspiel gegen Rhinan auch wieder im 4-2-3-1 und ja, in Wattenscheid 4-1-4-1, also sehr variabel aktuell. Ich denke auch, dass wir defensiv sehr, sehr, sehr gut stehen. Wir haben in den 5 Spielen 3 Chancen zugelassen, plus das Tor in Essen, was aus meiner Sicht ein Foulspiel war. Haben da wirklich sehr gute Abläufe, sind sehr detailliert auch unterwegs. Also es ist sehr schwierig gegen uns, sich was herauszuspielen. Das heißt aber nicht, dass wir nur tief hinten drin stehen, sondern wir attackieren ja auch sehr weit vorne und haben einfach dann auch wirklich von 1 bis 11 beteiligt sich da jeder dran. Das ist grundsätzlich erstmal positiv. Ja, das Spiel nach vorne, da arbeiten wir natürlich weiter dran. Es war bisher nicht einfach für uns, weil wir wirklich viele Mannschaften haben, die sich tief gegen uns gestellt haben. Aber ich denke, dass wir da auch trotzdem viele Lösungen gefunden haben. Eine ganz gute Balance aus dem Spiel, aus dem flachen Aufbauspiel und sicherlich auch den einen oder anderen langen Ball, den wir mal einstreuen. Aber wenn ich dann sehe, also bei dem langen Ball ist natürlich auch eine Organisation dabei. Das ist ein geplanter langer Ball, wo Räume geöffnet werden. Und wenn ich sehe, wie wir halt auch aus dem Aufbauspiel uns Torchancen erspielen, glaube ich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Natürlich ist es natürlich nicht immer so, wie es sich vielleicht der Zuschauer wünscht und der sich da über ein gepflegtes Kurzpassspiel bis in den gegnerischen Strafraum kombinieren möchte. Aber da muss man natürlich 2 Sachen berücksichtigen. Erstmal, wir sind in der 4. Liga. Und zweitens muss man dazu sagen, dass jetzt mit der Viererkette, mit der wir aktuell spielen, gerade was den ersten Kontakt betrifft und auch den Pass, sag ich mal, einen flachen Druckpass durchs Zentrum, dass da wirklich noch viel Entwicklungspotenzial ist, dass wir eigentlich der einzige ist eigentlich Silvio, der aktuell in der Viererkette ist, mit dem man halt so ein Aufbauspiel spielen kann. Ich finde trotzdem, dass wir uns da auch entwickelt haben und ja, wir werden einfach weiter daran arbeiten. Du hast Silvio gerade angesprochen, der ja in einer etwas spezielleren Rolle in dieser Saison spielt. Kannst du noch mal kurz sagen, was dahinter steckt, warum er jetzt auf der rechten Verteidigerposition in der Viererkette agiert? Gut, wir haben es mal in der Vorbereitung getestet einfach auch. Ich wusste, dass er das spielen kann, weil er kann halt auch in der Dreierkette, sag ich mal, das rechte Glied in der Mittelfeldreihe spielen.
Und so ein bisschen ist es aus der Not geboren, weil Kevin Pitlick sich ja kurz vor dem Saisonstart verletzt hatte oder beziehungsweise sich so ein bisschen durch die ganze Vorbereitung geschleppt hat, da Wiede noch nicht fit war. Und ja, seitdem finde ich, hat es halt sehr gut gemacht, sowohl offensiv wie auch defensiv. Ich denke, gerade offensiv kann er vielleicht noch sich einen Ticken mehr einbringen, aber trotzdem glaube ich, dass er bis jetzt wirklich fünf saubere Spiele auf der Position gemacht hat und es gab halt auch keinen Anlass, da jetzt was auseinanderzureißen, was nicht heißt, dass er jetzt da das ganze Jahr gesetzt ist. Das weiß er, dass er weiter arbeiten muss, was tun muss, aber ich glaube, dass er wirklich aktuell gerade eine sehr gute Phase hat. Anderer Spielertyp, Kevin Pitlick auf der Position. Wie sieht es bei ihm aus? Du hast die Verletzung gerade angesprochen. Wie lange braucht er noch? War er jetzt auch mehrfach schon im Kader, aber eben noch nicht mit den Einsatzminuten. Wie sieht das bei ihm aus? Wie ist der Stand? Kevin ist ein sehr junger Spieler auch und wirklich ein sehr talentierter Spieler. Es war keine einfache Situation jetzt für ihn auch. Er hat sich absolut zurückgekämpft, ist körperlich auch wieder auf einem richtig guten Niveau. Hat jetzt so die Phase überstanden, in der er vielleicht so ein bisschen zu viel wollte und so unbedingt in die Mannschaft drängen wollte. Jetzt hat er mittlerweile wieder die nötige Lockerheit im Training, hat jetzt auch eine gute Trainingswoche hinter sich. Wir schauen mal, wie es diese Woche aussieht. Vielleicht ein Pokalspiel bekommt er dann erste Einsatzzeit wieder. Und ist natürlich ein Spieler trotzdem, mit dem wir arbeiten, auf den wir bauen. Ist ein guter Junge. Ein Spieler, auf den der WSV die letzten Jahre immer bauen konnte, ist Gaetano Manno. Der sitzt jetzt häufiger auf der Bank. Was ist für dich der Hintergrund, warum Gaetano da mehr Zeit verbringt, als er wahrscheinlich selber möchte? Ja, ganz so würde ich das nicht sehen. Also erstmal dahingehend gibt es überhaupt keine Probleme. Gaetano ist nach wie vor ein ganz wichtiges Glied bei uns in der Mannschaft, der unglaublich viel Verantwortung auch neben dem Platz übernimmt. Ich denke, natürlich ist er auch jemand, der spielen möchte, aber irgendwann kommt halt auch die Phase, ne, auch mit der Verbesserung, sage ich mal, unseres Kaders, kommt die Phase dann, wo man auch so einen Spieler mal das eine oder andere Mal rausnehmen muss oder ein bisschen Ruhe gönnt. Aktuell ist er wieder richtig gut drauf, hat hier gegen Rienern auch ein ordentliches Spiel gemacht. So ein bisschen ist es auch geschuldet, dass wir natürlich unser Spielsystem so ein bisschen umgestellt haben. Wir haben so die typische 10 nicht mehr und trotzdem hat er dann jetzt das eine oder andere Mal auch auf der linken Seite gespielt. Vielleicht hier für den WSV-Fan ungewohnt, aber eine Position, die er seine ganze Karriere über eigentlich bekleidet hat, das ist die Position, die er gespielt hat. Er interpretiert sie halt anders, ist halt jetzt nicht der Spieler, der dann auf die Linie durchdringt, sondern der dann halt oft auch nach innen zieht und da aufgrund seiner Genialität auch, die er immer noch hat, die ein oder andere Sache anders löst. Aber wie gesagt, ich bin sehr froh, dass er nach wie vor bei uns ist und dass er im Kader ist und alles gut. Jetzt haben wir ganz viel über einzelne Personen gesprochen. Wenn man den Kader jetzt mal vollumfassend betrachtet, da gibt es jetzt sicherlich von dir in manchen Situationen auch vielleicht den Wunsch, mit ein paar mehr Optionen arbeiten zu können. Ist jetzt, weil der Kader vielleicht etwas dünner ist, als er erwartet war, durch die kurzfristigen Abgänge, vielleicht für dich ein bisschen schwieriger, die Mannschaft dann vielleicht auch mal bei etwaigen Verletzungen umzustellen. Wie siehst du den Kader aktuell? Naja, zunächst mal muss man sagen, es ist natürlich nicht schön, halt schon so viele Abgänge zu haben, aber eigentlich war das alles, jeder Abgang ist so seine eigene Geschichte und eigentlich war es so alternativlos. Wir haben gesagt, dass wir da noch was tun möchten und noch den einen oder anderen Spieler im Training, haben halt auch viel beobachtet, uns ist unglaublich viel angeboten worden, aber wir haben gesagt, dass wir wirklich nur was machen, wovon wir überzeugt sind und halt keinen Notkauf machen. Ich denke, wir haben mit Yassin einen sehr guten Jungen dazu bekommen, der unglaublich engagiert ist, sehr gut ausgebildet ist und auch jetzt schon versucht, in die Mannschaft zu drücken. Das ist halt keiner, der auch sich mit der Situation draußen zu sitzen zufrieden gibt. Das ist gut so. Und alles darüber hinaus, ich meine, das haben Manu und ich, sehen das also komplett gleich. Wir wollten einfach nur was machen, wenn es sitzt, wenn es passt, menschlich und sportlich. Und so das richtige Ding war nicht dabei. Eine Sache ist leider geplatzt. Da hätten wir uns gefreut, wenn es geklappt hätte. Es hat nicht geklappt. Und es gibt halt immer noch die Möglichkeit, auch einen vertragslosen Spieler dazu zu nehmen. Ist nochmal ein anderes Thema. Ist ein sehr schwieriges Thema auch. Aber wenn nicht, denke ich trotzdem, dass wir mit der Kadergröße locker durch die Saison kommen. Wir haben den einen oder anderen talentierten Spieler in der U19, den wir immer wieder auch im Training dazu nehmen. Von daher alles easy, kein Problem. Lass uns zum Abschluss auch noch über die Fans und über die Zuschauerzahlen reden. Wie empfindest du momentan so die Resonanz bei Heim- und bei Auswärtsspielen?
Naja, ich glaube, dass die Zuschauerresonanz halt nicht rückgängig ist, sondern dass einfach das Auftaktprogramm nicht so attraktiv war wie in der letzten Saison und wir natürlich auch ein Stück weit noch die Aufstiegseuphorie hatten. Ich fand trotzdem, dass die da waren, uns super unterstützt haben. Wir waren immer stimmgewaltig in der Überzahl, also selbst in Essen glaube ich, dass unsere Fans super zu hören waren. Und ja, da kann ich mich an der Stelle einfach auch nochmal bedanken. Ja, dass der ein oder andere Unkenruf dabei ist, das kann ich komplett verstehen. Ich habe ja eben auch gesagt, die 9 Punkte sind super. Natürlich hätten wir ja gerne das ein oder andere Spiel mehr gewonnen. Also so ganz zufrieden sind wir also mit der Ausbeute unterm Strich auch nicht. Mit den Spielen schon, habe ich gesagt, weil wir halt trotzdem in jedem Spiel die überlegenere Mannschaft war. Mein Feedback auch so in der Stadt war bis jetzt sehr positiv. Ich glaube, dass alle merken, dass wir einen ganz guten Job machen, dass wir einen sehr aufwendigen Job machen. Und interessant ist auch immer, wie wir überregional gesehen werden. Wir werden wirklich oft, bekommen halt oft lobende und anerkennende Worte. Ich finde, da sollten wir ansetzen, uns darauf nicht ausruhen, sondern weiter arbeiten, weil es gibt wirklich noch genug zu tun. Und ich bin mir sicher, dass wenn die ein oder andere attraktivere Mannschaft in den nächsten Monaten ins Stadion kommt, dass die Resonanz auch wieder vielleicht in die Richtung geht, wie es in der letzten Saison war. Aber trotzdem, ich betone nochmal, die da waren, haben uns phänomenal unterstützt und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Wunderbar, dann gehen wir davon aus, dass das auch weiterhin so ist. Stevie, danke dir.